Wechsel zum Boss. Ist auch der Ja, beste so Dino. Wechsel sind so die meisten Dinos, die für den Boss werden, obwohl ich das überhaupt nicht gut finde. Weil es gibt so viele andere Tiere in Ark, die genauso gut sind, wenn nicht sogar besser als ein Rex. Flux schreibt, wir brauchen wenigstens 600 Leben. Was? Das wird jetzt mal anders gesagt, Flux. Resistenzen geschrieben. 40, uff. Ja, gut, dann kann ich mir nochmal da dran, was vergessen reinpfeifen. Noch einer da. 600 Leben. Also wie viel? 600? 600 Und Leben und 40 Resistenz? Resistenzen, ja. 40 Resistenz. Warum? Wo gehen wir ins Eisgebiet oder was? Das wurde verfrostelt in der Arena anscheinend. Ja, bist du. Scheiß Kacke. Ja, ich brauche aber auch ein Gesöff. Hat Flux noch eins? Wir haben doch noch was im Kühlschrank, oder nicht? Ein. Nee. Ich kann mich hier herstellen, Sekunde. Arc Mind Vibe Tonic. Was brauchen wir da dafür? Silver, ich Einfach habe herstellen. den Witz noch nicht gelesen. Werde ich mir noch durchlesen. Du hast meinen Clip auch nicht gesehen. Welchen Clip? Ich habe aus einer Du hast auch alten, meinen Clip auch noch nicht gesehen. aus der Scorch Earth, erste Scorch Earth Staffel bei euch, Staffel 4, letztens einen Clip gepostet. Wann? Die Tage irgendwann. Zu Scorch Earth? Ja. Kann das sein, dass das untergegangen ist? Ist das vor oder nach den ganzen Horror-Streams? Dazwischen. Oh, das ist untergegangen. Sie lesen nicht hier im Discord, ja. Nicht im Discord? Ja. Im Discord, ne? Mhm. Wieso greift ihr nicht an? Also ich hab von der bin fast von der Couch gefallen. Sag mal, sind die Tiere kaputt hier? Ach, das sind gezähmte Tiere. Ja. So. Aufsteigen dafür tut's Narkotik und nicht. Stimulantien brauchen wir gerade mal ein bisschen was. Also ich Was brauche haben wir 600 überhaupt? Leben oder 600 mehr Leben. 600 600 Leben. Leben und 40 Resistenz. Okay. Will keine Narkose mehr Wegen haben. kalt und harte Nippel und so. Haben wir kein Narkotik? Das gibt's. Flux sagt, er hätte auch noch was von dem fertigen Heilzeug, von dem schnelleren. Der 40 verbessert es, wenn Resistenz. wir. Ja. Und er kann auch was sagen, wenn wir ihn holen. Können wir dann machen, wenn wir eh da sind. Also wenn wir Er dann steht von der loslegen Base. können. Ja. Ja. Stellst du noch was her neben Replikator in dem Ding? Ich brauche jetzt erstmal Narkosemittel und dazu brauche ich Nacko-Berries und wir haben keine einzigen Nacko-Berries. Was ist denn? Nackos. Dann sag doch Die was. Nacko-Berries. Nacko. Nackte Berries. Ich kenne Und die dann gehen wir zum Spacko-Berries. Shadow Valiant, vielleicht sind da noch welche. Hallo Jim, aber guten Abend. Also, und was hast du gepostet, Stone, was ich nicht gesehen habe? Ich nicht, das war der Tiger. Tiger Du Albert, hattest doch auch du gesagt. hast auch was gesagt, oder hast du einfach jetzt nur mal wieder sinnlos dazwischen geworfen? Ich hab nichts gesagt, dass ich irgendwas gepostet habe. Klar, du hast gesagt, du hättest auch irgendwas geklippt. Nee. Ja, ich habe gesagt, meinst du, dass als sie mich zersägt haben, habe ich dich gefragt als Clip. Ach so, nee, das nicht. Die erste Begegnung mit einem Glücksbüffel. Also. Ich zu Dex, der ist gefährlich. Ach Quatsch, Ja, Dex, den schaffst mal du nicht. gucken, wie schnell der Nein. ist. Ach so, Dex ist den. schneller. Doch, habe ich gesehen. Habe ich nichts dazu gesagt, glaube ich, ne? Nein. Tut mir so leid. Das Da ist war ich Dex du, halt typisch. da war ich total Das war so erschrocken. geil, ja. Da war ich total Mega erschrocken, Melodie auch. wie nah die Kamera damals war. Habt ihr das gesehen, dass man fast im Argentavis drin war? Man Wie sieht ja, verstimmt. das war voll nah, das war unangenehm gerade, also zum Zugucken. Aber War es kann. schön vorher mit Eye of the Tiger. Bäh, 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 bäh. Und ich habe noch damals keine Ärger bekommen bei YouTube, weil ich so kleine Clips. Ja, hat mich auch gewundert. Ist Nö. das jetzt im Nachgang nicht? Nö. Ja, das war gut. Nur weil du es jetzt geklippt hast, kriege ich das bestimmt. Ja, genau. Ich habe keine Ahnung, bei einigen Sachen habe ich keine Probleme, bei anderen Sachen
dann ist dann ein Elefantenfurz, wird dann schon gedingst. Also beste, größte Witz war doch immer noch gewesen, ja, jetzt nochmal Fallout 76, das Radio. Hast du auch mehr bekommen gehabt? Echt? Oh mein Gott. In Vault ist ein Radio angewiesen, dann hat er doch irgendwas gedüdelt und dafür hast du dann Ärger bekommen. Ich hab so vieles, so wirklich vieles Ärger bekommen. Ich habe auch bei einigen Arc-Videos Ärger bekommen, weil die Hintergrundgeräusche der Vögel und sowas würden ja von irgendeinem Dokumentarvideo sein. Oh wow. Ja, es ist ja, ich habe alles Mögliche. Also anfangs, als das System noch nicht wirklich ausgeklügelt war, als es noch in den Startlöchern war, wo die so viele Probleme hatten, hey, da habe ich die ganze Zeit nur. Das sind ja keine Strikes, wie nennt man das nochmal? Währung. Mahnungen? Nee, das nennt man nicht so. Urheberrechtliche Probleme gehabt. So viele Videos, oh Mann. Umso mehr Videos du hast, umso mehr Probleme hast du. Ich würde es viele Videos zu den. Jeden Tag ein Art-Video. Hallo Kanari. Dein Karl. Aber, ganz, ganz, ganz wichtig, ihr Lieben da draußen. Extension, Arc Extension, Staffel 18 geht bald los. Hahaha, wer freut sich denn schon? Ich freue mich. Wann soll die denn losgehen? Ja, das kann ich dir noch nicht sagen. Wegen den Servern. Die Leute fragen schon. Ach, nur deswegen. Ich dachte, die sind wegen mir hier, nicht nur wegen meinen Servern. Nee, nur wegen den Servern. Nee, Gott. Ich gehe auch nur in die Kirche wegen der Hostess. Hostess? In die Kirche geht man nur wegen des Armbar, wegen deinem Snack am Ende. Die Hostess, die bringt dich. Die bringt dich in den Himmel. Ey. Nennt man die nicht normalerweise Messdiener? Und das sind eigentlich immer Jungs, oder? In Italien. Na, nicht nur. Bei uns gibt's auch Mädels. Stone, ich habe über 1600 Bären für dich. Einfach reinhauen, wird gerade dann produziert. Stimulantien sind auch ganz hilfreich. Also weiße Bären. Okay, Moment, dann geh ich wieder zurück. Ich mach mal eine Runde. Wir gehen schon los. Extinction war meine erste Map, die ich gespielt habe in Ark. Hat sie gesagt gehabt letztes Mal, ja? Ja. Wir brauchen eigentlich überhaupt noch mal Vibe-Tonic. Wundert mich, dass du dann überhaupt noch weitergespielt hast. Ich fand Extinction nämlich einer der nicht meine Favorites. Überhaupt nicht. Okay. War generell, glaube ich, von Arc geflasht. Ich bin einfach also Islands. Das ist eine kleine Karte, hat nicht viel zu bieten. Aber das, was es zeigt, ist, man sieht sofort, dass da die Liebe an der Karte hängt. Natürlich, die ganzen Mod-Karten sind ja von anderen Leuten gemacht worden, nicht von den Arc-Entwicklern. Da hängt auch natürlich immer die Liebe dran. Aber man merkt sofort, die Karte ist einfach perfekt. Die Originalkarte. Ja, das ist einfach also kann, ihr habt jetzt alle 600 Leben. Ich habe 610. Ja. Ich brauche ja egal, ich werde weiterkochen. Ja, kannst du weiter nochmal, damit wir uns nachher wieder richtig skillen können. Ich habe bis gerade ganz wenig Ausdauer. Ja, du bist doch eher von Tierdex. Ja, für später. Hat denn jemand schon die Trophäen eingepackt? Nö. Ja, dann mach ich das. Ich hab Bären besorgt. Was sollten wir einpacken? Trophäen. Chat, ihr seid jetzt gefragt, bitte alle. Ich möchte gerne so viel wissen über euch, wie es geht. Welche war eure erste Karte? Tiger Eyes war Extinction. Meine war natürlich The Island. Wir haben das ja vom Anfang an gespielt. The Island. Eure erste Karte. Ich weiß noch, ich bin genauso gespawnt wie im Trailer. Und neben mir stand genau wie im Trailer ein riesengroßer Brachio. Bronto. Und ich bin genau wie im Trailer so an dem vorbeigelaufen und hab nur gedacht. Jurassic World, ne? Oder? Ja, aber im Trailer von Ark war ja auch das gleiche. Der ist ja gespawnt, hat sich den Arm gekratzt und dann lief der auch an diesem. Und ich hab auch gedacht so, in diesem Moment, als ich den Bronto vor mir sah, das ist genau das Spiel. Das ist genau mein Spiel. Ja, und jetzt denkst du so über den Bronto, ne? Das ist halt. Leider irgendwie, also den hätten sie mal bearbeiten müssen. Ja. Ist echt schade. Ja, ist gut. Ja. Leider. Schade eigentlich. Also ich habe nochmal 6 Mantotorgis hergestellt, das heißt, das sollte erstmal reichen. Ich habe Tiere, jeder von euch hat Essen und Trinken mit dabei, hat Heiltränke.
Auch Tiere dabei. Rüstung an. Tränke habe ich keine. Glaube ich. Ich lese mal kurz vor. The Island, Ragnar, Island, Valguero, Island, 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 Aberration. Wo ist das hin? Warum ist das verschwunden? Wo ist Aberration? Aberration, Island, Island. Als erste Karte Aberration finde ich aber auch heftig. Ragnarok. Island, Island. Ja, krass. Die meisten Island. Interessant. Das will ich ja sehen. Also Aberration als erstes finde ich auch zu hart. Und dann, wenn du vielleicht ein Dinosaurier-Fan bist und dann hast du so diese ganze Roll-Rat-Gemurkse. Ah, Junge, nee. Bei dir aber also auch. Ja? Bei mir war es auch Island, obwohl ich das eigentlich gar nicht erst Anfang betiteln kann, weil ich am Anfang permanent nur am Cheaten war, beziehungsweise im Game-Mode, weil ich habe mich so eingeschissen. Also von jedem Tier habe ich mich so hart eingeschissen. Man riecht es heute noch. Ich hatte so Angst zu sterben und auch im Endboss, ich habe alles im Game-Mode gemacht. Und dann habe ich erstmal aufgehört und dann bin ich gleich auf den Community-Server von Dex. Also, da hat sie übrigens weiter gecheatet. Da cheatet sie, da cheatet sie heute noch. Ja, genau. Wenn sie nicht gestorben ist, dann cheatet sie auch heute. Ich fand The Island einfach so gut. Hast du mal genau geguckt, Stone? Vielleicht hast du mal gesehen, dass der Carcharodontosaurus im Trailer auf dem Brontohügel steht. Hast du das mal gesehen? Du fragst mich gerade. Weißt du, welcher der Brontohügel. Chat, wer weiß, welcher der Brontohügel ist? Weiß ich, aber die Frage ist jetzt, auf welches. Im Trailer meinst du, oder? Im Trailer vom Carcharodontosaurus. Läuft der Carcharodontosaurus den Brontohügel runter und den Brontohügel gibt es schon lange nicht mehr. Den gibt es schon bestimmt schon seit 4 oder 5 Jahren nicht mehr. Den patchen ihn da rein, Mann. Und, ich glaube, die haben das erste einfach Karte noch irgendwie privat offen. So, Lost Island tippt da rum. Sind sie da an dem. Serlef, genau, den Brontohügel gibt es nämlich nicht mehr. Und der läuft, die haben den Carcharodontosaurus, den Trailer läuft er auf The Island auf dem Brontohügel. Also ich bin. Ja, sicher, nee, ich glaube nicht, das ist Fjordur, Dex. Meinst du, das ist Fjordur? Lost Island. Lost Island ist das. Was du da siehst, glaube ich. Bist du da ganz sicher? Ja, das ist nicht The Island. An der Stelle. Okay, ich habe gedacht, das wäre der Brontohügel, weil ich weiß. An welcher Stelle bist Sekunde ist das denn, wo du so meinst? Oh, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Der Trailer sah übrigens exakt genauso aus wie der damalige Rex-Trailer. Also der erste Trailer, den Ark rausgebracht hat, wo der Rex die Holzwand durchbricht, der Mann mit dem Speer dann wirft und wegläuft. Genau so eine Szene und genau die Szene haben sie eigentlich nachgestellt. Und deswegen habe ich echt gedacht, es wäre auf The Island. Meine ich zumindest immer noch. Okay. Nein. Gut. Also von mir aus könnten wir, glaube ich, zum Boss rüber tun. Flux ist da, Basira ist da, Raik ist da, Tiger ist irgendwo, Julia, Dex fehlt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Wo komme ich denn wieder zu euch? Ach, auf der Karte brauchen wir ja nicht gucken. Der Replikator ist aus. Ja. Trinken, essen. Ich finde es. Genau, der Brontohügel ist ja jetzt der Redwood Forest geworden. Brontohügel war übrigens mein Lieblingsort von The Island. Den fand ich einfach so gechillt. Wow, wer hat den hier gebaut? Hab ich noch gar nicht gesehen. Und dann haben sie den. Dann irgendwann kam so ein Patch raus, oder besser so ein. Ja, ein Patch, wo die dann so eine riesengroße. Ja. So eine Art Kreis abgesteckt haben mit der Farbe Rot und Grün. Dass da jetzt dort am besten nicht mehr gebaut werden sollte, weil ja dort dann was Neues entsteht. Und dann haben sie dann. Construction. Richtig, Under Construction.
Wo muss ich hin? Weiß das noch jemand? Ich habe keine Ahnung. Haben wir jetzt gar kein Weibchen dabei? Wir haben hier dann noch ein paar Tiere, die rausgeworfen werden. Koordinaten sind bei 25, 1 und 99, 9. Dex ist da recht da. Ich sehe schon wieder richtig spät. Nur geradeaus weiter hoch. Okay. Mal gucken, ob ihr könnt ja mal die Frage beantworten vom Fokus. Guten Abend. Wo kann man besser spielen? Auf einem offiziellen Server oder nicht offiziellen Server als Anfänger, glaube ich, ist die Frage. Und warum? Das ist eine gute Frage. Es kommt davon, wie du spielen möchtest, einfach. Bei den offiziellen Server sind halt die Schwierigkeit gut angeschraubt, weil du kannst dort nichts verändern, nichts einstellen. Das heißt, du bist auf Basisgröße, Deckgröße. Das heißt, wenn du sagst, du hast genug Zeit, also wirklich Zeit zum Spielen, dann kannst du auf offiziellen Servern schon spielen. Ist aber wirklich Hardcore, da brauchst du schon andere Leute. Alleine würde ich da nicht empfehlen. Wenn du Kerner Spieler bist und beispielsweise sagst, okay, du möchtest jetzt alleine neu erfahren, würde ich so nicht offizielle Server empfehlen, weil das ist schon gut einfacher, weil die meisten haben Stack-Mods drauf oder deckte Sachen, du kannst mehr farmen, die Tiere sind schneller zähmbar. Weil sonst ist so eine normale Zähmung von High-Level-Tier schon so 4-5 Stunden mit den guten Stuff. Also, wenn du genug Zeit hast und mehrere Leute hast und Hardcore spielen willst, offiziell, wenn du nicht viel Zeit hast und billiger spielen willst, dann. Ja. Ich würde lieber nicht Zeit haben. Ich würde, wenn du, wie der Son sagt, mit Freunden unterwegs bist, dann kannst du gerne locker auf offiziellen Servern gehen. Ansonsten würde ich dir erstmal empfehlen, private Session aufzumachen, ein bisschen reinzufuchsen ins Spiel. Kann man übrigens auch mit Freunden machen. Uns jetzt, das geht glaube ich schneller, bevor du bei uns bist. Ja, ich weiß nicht, wie ich da zu euch komme, ich habe keine Ahnung. Deswegen bleib stehen, wir porten uns jetzt einfach zu Gebieten, von da aus gehen wir zum grünen Arak. Das heißt, wir gehen jetzt Wannerland, Süd, Nord, platz sagen. Hm. Wie machen wir das nochmal? Im Süden, Erd festhalten. Ganz unten in den Süden. Ich finde dieses da Norden. Echt? Wieso könnte ich nicht Strukturen abreißen? Muss ich absteigen vom Tier, ne? Du musst von Tier runter. Hm. Ja. Okay. Oh, also wohin? Wannerland, Süd, ganz uns. Dann in Norden. Tschüss, Welt. Das hat die Frage antworten können. Ich habe als ich angefangen habe, Arx schon auch auf offiziellen PvP-Server gespielt. Und das war schon echt knackig. Da ging es zwar nur bis Level 60, das war die ganz Anfangsstarter-Sache, und dann hast du da echt stundenlang gezähmt für ein Tier. Wenn du da viel verlierst, ist halt echt kacke, aber wenn du so ein mal 4 Server hast, dann ist es halt nicht so sehr weh. Also, ich weiß noch, der erste Besuch auf einem offiziellen Server. Ich bin online gekommen und da stand eine Base, die sah so hässlich aus. Die war so groß. Ein riesen Klotz von allem. Und dann wollte ich dann irgendwo einen Platz suchen auf diesem Server, wo ich vielleicht irgendwas bauen konnte. Nichts zu machen. Ich bin gelaufen. Ja, ein bisschen weit falsch guckt, das sehe ich gerade. Das macht doch nichts. Wir müssen nach Pi mal Daumen 30, 50. Also beim grünen Arc, oder wie? Ja, grünen Arc. Ja, das ist ja leichter. 30, 50. Ich habe zu diesen Leuten gesagt, die vielleicht nicht wissen, wo der grüne Arc ist. Also Dex 30, 50 einmal durch den Wettbewerb durch. Oh, leck, 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 da ist eine Base. Es leckt sich hier ein. Ja, wir wollen heute kein Eis essen. Eis geht immer. Ich finde immer interessant, wie die Pokémon gemacht haben. Bei Süd hätte ich mehr gewartet, dass dort, dass wir irgendwie in der Mitte der Insel ankommen. Das fände ich viel cooler, anstatt irgendwie wieder so am Rand. Da ist eine Rune. Oh ja, die kann ich gut gebrauchen. Wo bist du? Ich weiß nicht, ob du den schon hast, aber ja. Bei dem See, beim Redwood. Ich komm.
Da ist er. Ich habe doch alles wieder gelöscht, weißt du noch, ne? Ich ja, habe doch meinen Charakter ja neu machen müssen. Ja, ich habe 11. Praktisch, dann hat man gleich den Buff. Wieso treffe ich eigentlich gezielt die Bäume? Versuch mal nicht, also nicht versuch mal die gezielt. Bäume zu treffen. Dann springst du ein bisschen vorbei. Nö, treffe ich auch. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Aber so lange mit dem roten Hutstrahl. Einfach am Rand vom Radboot langlaufen. Dann kommst du an. Ist ein roter Hutstrahl. Ja. Roter Lutstrahl. Ja, der dauert noch, bis er unten ankommt. Ah, rot ist ja meistens. Weiß nicht. Auf dem Server, keine Ahnung. Habt ihr hier die Rune? Meintet ihr die? Ach, der Hubsala. Achso, der grüne Ark, der, da wollen wir der hin, ne? Grüne Ark ist am grünen Ark. Was ist denn das hier? 2580, Entschuldigung. Die beste Erklärung, einfach am Rand des Redwood Forest vorbei. Dann kommt es automatisch dorthin. Ja. Hat denn Jens Uwe dafür eine Base gepoacht? Wieso? Auch sehr interessant. Vielleicht interessant, hat er was versucht und es ist leider auseinandergefallen in einer Zeit. Aber es ist Metall, das dürfte das eigentlich ist, nicht. Das ist eine PvP-Base, man sieht das in der Leiter nach oben. Okay. Ah, hier ist eine Rune. In dem Steinkreis. Coolio. Oh, da ist nochmal eine bei Tiger. Ja, deswegen stehe ich hier. Oh, die habe ich glaube schon. Ja, die habe ich schon. Da sind wir. Ich fliege bei euch. Okay. Ja. Yeah. Oh Gott. So, ich zieh mal die anderen zu uns, die Mitte-Missetäter. Ups. Warte kurz, Fokus, diese hohen Level mit 412 bekommt man nur, wenn man das so einstellt. Also den offiziellen gehe ich mal. Doch, das geht. Nicht davon aus, oder? Ja, klar. Ja, das geht. Okay, das ich dachte, die machen dann wirklich so Standard und schrauben nichts dran rum. Das ist auch Standard. 150 ist das Standard auf den offiziellen Servern. Ja, aber er fragt ja, ob, wie, auf welche Server dann die Level 377 und 412 so sind. Ich dachte, also wild, ich dachte 10, weil die bei uns ja 400 sind, deswegen. Reik. Oh ja, Baby, okay. Gib's mir. Okay, dann ziehen wir die hoch. Ist Tiger auch gerade mit dabei? Das sehe ich gerade nicht, weil die unten mit den Channel sind. Tiger ist nicht dabei, wurde nicht angekündigt. Dann ziehe ich die anderen mal hoch. Bin doch da. Hallo, Masira. Hi. Hallo. Hallo, Reik. Hallo, Flux. Hallo. Hallo. Ich will den Tiger alleine lassen. Tiger, der da unten ist, der würde nachher vielleicht auch gerne mitmachen wollen. Nur ich weiß nicht, wie schnell er jetzt reinkommt. Von wem waren jetzt diese komischen Sandwiches? Die waren von mir. Die sind ein ganzes Stück stärker. Die heilen 600 und extrem schnell. Das ist besser für den Fenrir. Okay, dann verteile ich die mal. Ich habe auch noch ein paar dabei, also besser wer braucht. Also ich würde auch welche nehmen. Also das gratis ist, geht bei her. Ach, die habe ich jetzt im Shadow Main hinten. Ist das fürs Tier oder ist das für mich? Das ist für dich. Oh. Aber du brauchst immer nur eins essen und fertig. Und fehlt ein Innenkopf Gamma. Ja, den habe ich, den habe ich schon mal sehr bekommen. Ja, den hatte ich hier schon wieder gegeben. Ah, stimmt, ja, da war ja was. Ja, ich stehe neben dir. Ja. Hinter dir liegt's, Masira? Ah, ich habe schon von dem Tiger Eye gekriegt. Na, Tiger Eye habe ich 40 gegeben und ihr seid zu viert, also sollte jeder 10 Stück rauskriegen. Wer braucht noch? Flux, du bist wieder der Jute, bist du, ja? Mit dem Hut? Da müsste ich auch. Dem Juti, wir haben eine Beobachtung gemacht bei Fenrir und wenn, da möchte ich mit dem jetzt in Gamma ein Experiment starten und wenn das klappt, dann können wir den ohne, dann können wir den schaffen, ohne dass ein Shadow Main Schaden bekommt. Selbst ein Alpha. Reik. Ja. Jim Lover, du kannst ja jetzt nicht gehen, wir fangen doch jetzt erst an! Was? Jim Lover, mein Gott. Das ist gute Stuff. Das Experiment ist, der ignoriert die Shadow Mains zu 100%, wenn der Yuti da ist und dann laufe ich einfach durch die Arena, probiere, dass er mich nicht erwischt und dann greift er nicht an. Was der nicht angreift. Ein guter Trick, aber einfach mal weglaufen. Aber da müssen wir hinterher laufen. Den Gegner müde machen.
Ja, das ist der Nachteil an der Taktik, aber so würde er uns nicht angreifen. Ich glaube, dass er schnell genug ist, der Yuti. Habe ich zufällig noch Rehe dabei? 15 Tiere. Ich habe gerade Bock auf saure Gurken. Ja, ich bin einmal kurz weg mit dem Göttchen, geht immer. Ich brauche es nicht. Ich habe Bock auf saure Gurken. Keine Ahnung warum. Schwanger? Ja, schon. Immer. Der Rüssel guckt schon raus. Hä? Unsere sauren Gurken wurden für den 40. Geburtstag von meiner Mama in der Sojanka getan. Hoppla. Was? Hier noch Baby mit? Hä? Ach, cool. Also ich würde auch gerne testungsweise gerne zwei Alus reintun, falls noch. Ja klar, es ist so Platz frei. Ja, ja. Ich, mit meinem bin ich kurz weg. Wollte nur kurz Stein sammeln. Das war das, was ich sagen wollte letztes Mal, Stone. Ja. Oh, jetzt habe ich wieder den Namen vergessen. Wie heißt das Tier, was du gerade rausgehauen hast, Julia? Nein, das andere Tier. Alus, genau. Mein Gott, ich weiß nicht, warum ich den Namen heute den ganzen Abend, ganzen Tag vergesse. Wir haben uns ja den Kakarodontosaurus ein bisschen angeguckt. Der hat wenig Ähnlichkeit mit dem Giga. Finde ich nur von der Größe und vom Aufgeblasen her. Ja, aber sonst sieht er eher aus wie so ein Mix aus Allosaurus Kano. Das ist ja auch ein Kano. Ja, der hat ja auch Hörner. Nee, der gehört zur Gruppe der Kanos. Genauso wie der Giga. Und der Akukanto auch. Wo hat der denn Hörner? Meinst du die Stacheln auf dem Rücken? Nee, auf dem Kopf. Ja, auf dem Gesicht hat er. Okay, dann habe ich nicht genau hingeguckt. Wir haben uns den ganz genau angeguckt. Hallo Fabian. Jetzt nochmal gucken, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Macht Orchidee nicht mit? Eingepackt? Orchidee kann ich mitmachen? Will ich mitmachen? Nee, das ist im Moment 18. bei Arkhaus. 18. Kann auch gerne mitmachen, einfach hinstellen und ein Kugelfutter machen. Einfach hinstehen und sich fressen lassen. Wir schicken sie vor. Geh mal! 19. So. 20. Ah ja, Tiger kommt noch mit, dann packe ich hier mit dem Stinken an. Schultertiere habt ihr weg? Ich habe gar nichts mitgenommen. Ey, auch. Sonst vergesse ich das, ich kenne mich ja. Ich auch. Mein Affenkostüm ist leider weg. Kannst du meins haben? Wir haben noch ein paar. Wir haben noch, glaube ich, eins von uns in der Welt, hat Lux gesagt. Ja, sonst schickt ihr auch bei jedem Respawn. Ich brauche kein Affenkostüm. Ich bin selber ein Affen. Ich hab's so vorhin meinen Teilbild vergessen rauszutun. Was für denn da für ein Teil? Raketenwerfer. Ich weiß auch nicht. Wir hatten einen Raketenwerfer. Der bleibt mal schön weit weg von mir. Damit jagt er mich immer, der will. Wenn ich einen Jaguar-Bonz hinstelle. Ich habe von dem Experiment massenhaft an Raketen davon und Raketen übrig und will die irgendwie loswerden. Hört ihr auf umzuschlagen? Aus! Hey! Böse jetzt rein. Hüpf dich jetzt ins Wasser runter. Ja. Peitsche daraus. Hörst du auf? Ich finde das voll cool von Licht von den grünen Arc, wie die Shadows und die Alus so in Leuchte sind. Gesicht ja. Hey, kommst du da unten raus? Finde dich. Aber die wird mehr geschlagen als ich. Es ist ruhig, da auf hier rumzuschlagen. Gibt's doch nicht. Nö. Bringst du die ganzen Tiere durcheinander. Hast du Metal mitgenommen? Metal? Nee, den hab ich noch. Metal mit? Metal nehmen wir mit. Metal! Hast du noch Kuchen? Metal. Der Kuchen habe ich nicht. Nee, hab ich auch nicht mitgenommen. Wie lange könnte das ungefähr dauern, bis wir starten? Vielleicht 5 Minuten. 5 Minuten? Oh, das ist gut. Ich guck mal ganz kurz, was der Kühlschrank so sagt. Komm gleich wieder. Ich hab grad. Soll ich noch Kuchen holen? Nee, Kuchen. Wir haben, glaube ich, keinen mehr. Weiß ich nicht. Ich guck mal, was ich jetzt so fressen finde. Bis gleich. Ja, stimmt, ja.